Hallo und herzlich willkommen. Ich bin das Onkel Bogi und wir sind zurück zu This War of Mine. Wie ihr noch wisst, haben wir den Tag 9 und wir haben die Nacht überstanden, wurden zwar überfallen, es wird bemängelt, dass wir keine Waffen haben, wir haben aber nichts verloren. Unser Christo hat in der Nachbarschaft geholfen, das heißt, die Nachbarn werden uns bestimmt helfen. Ja, das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Sieht erstmal schlimmer aus als gedacht. Ich frage mich nur, warum ist hier eine Alkoholflasche? Man kann sie nicht anklicken. Also das Problem ist jetzt wahrscheinlich, wir schauen mal gerade nach, er wird sehr müde sein, hungrig, erschöpft, oh er muss schlafen. Oh Gott, schaut mal, er muss was essen und dann schlafen. Komm, dann ess halt was, oh, der kann nicht mal mehr rennen. Und nee, hoffentlich will das Mädchen nicht mit dem Papa reden. Hallo, willst du nun bei uns leben? Oh, der arme Vater, ja scheinbar werde ich das. Aber ganz ehrlich, im Krieg, dass die Leute sich dann so gegenseitig helfen und so, ist schon gut. Ich kann dir das Haus zeigen, wenn du willst. Du bist sehr freundlich, danke. So, jetzt komm bitte, leg dich hin und du musst jetzt echt lang schlafen. Ich glaube, ich muss jetzt mitlaufen, oder? Er ist halt auch sehr müde. Wobei, die spielt jetzt hier selber. Komm, leg dich auch mal kurz hin. Wobei, ich würde eigentlich ganz gerne, pass mal auf, wir machen mal Folgendes, wir versuchen mal ihr was beizubringen. Weil ich mich ja nicht mehr so einsam, wenn jetzt wo Marco hier ist. Ich habe Hunger. So, komm mal mit. Die Frage ist, müssen wir Wasser und Essen hier unten, ach, wir müssen das Essen rausholen. Komm, geh mal runter und hol das Essen. Ah, das ist schon geil gemacht. Ich brauche Ruhe. Ja, hier, hol das Essen, du brauchst doch Hunger. Oh nein, sorry für das Piepsen. Mein Headset, die Batterie geht leer. So, wir packen jetzt wieder ein Gemüse rein. Und jetzt zeigen wir dem Mädchen mal, wie das Essen machen geht. So, komm, geh mal hoch und dann darfst du auch schlafen. Dann kann das Mädchen nämlich für uns kochen. Ich will nicht bleiben, Papa. Können wir nicht weiter weit weggehen? Der schläft, lass ihn doch. Oh, Mann, jetzt ist der Nächste da unten an der Tür. Oh, Mann, Leute, was macht ihr? Ihr macht mich verrückt. Hier, der arme Marco, der ist auch schon voll platt. Hoffentlich ist es ein Händler, oder? Oder ist es einer, der uns was geben will? War einfach hierher zu kommen. Lassen Sie uns daraus das Beste rausmachen. Das ist ein Händler, ja. Was hat er denn? Das sind unsere Sachen, gell? Okay, was hat der Händler? Er hat Medikamente. Wir müssen ja auch den Dings... Er hat Dietriche. Dietriche sind natürlich auch cool. Was auch wichtig ist... Hier, wir brauchen Zahnräder. Unbedingt brauchen wir Zahnräder. Gib mir mal alle Zahnräder. Was wir auch machen können, ganz ehrlich, wahrscheinlich nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Also Patronen, was heißt nichts Besonderes? Ich meine, was ist das jetzt? Alkohol, gell? Ja. Das reicht nicht. Nichts Besonderes? Interessant. Also Alkohol findet er schon mal gut. Waffenteile will ich ihm eigentlich nicht geben. Elektrikbauteile? Wie sieht's denn mit Medizin? Ich meine Zigaretten hier, ganz ehrlich, die brauchen wir. Ist Marco Raucher? Braucht er die? Was sehr gewöhnliches Zeug, oder was? Das ist doch nicht gewöhnlich in Zeiten des Krieges. Das ist eine selbstgedrehte Zigarette, das ist eine Original. Das ist eine Original Marlboro. Was haben wir noch im Angebot? Drehzigarette? Ah, okay, das wird er machen. Was mit... Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also er will das schon alles haben. Aber ganz ehrlich, machen wir, oder? Wir brauchen doch Zahnräder. Ja, komm, können wir ihm noch was anderes raus? Vielleicht noch ein Dietrich dazu? Nee, das reicht nicht. Kriegen wir ansonsten noch irgendwas? Vielleicht hier Karotten. Konservendose. Gibst du uns noch hier irgendwie einen Brennstoff dazu? Weil ich glaube, der will momentan uns halt... Der ist absolut nur bereit, gegen diese Zahnräder zu tauschen. Aber wobei, dass es mir auch ganz recht kommt. So, wunderbar. Nee, mehr wollen wir gar nicht sehen. So, jetzt kommen wir hier hoch und zeig dem Mädel mal, wie man kocht. Ja, ich weiß, er muss schlafen, es hilft alles nichts. So, wieso geht beibringen nicht? Weil wir kein Wasser haben. Ah, müssen wir auch das Wasser hier rausholen erst.
Wir brauchen ein Wasser mehr. Hätte der Händler Wasser gehabt? Wir brauchen etwas zu essen. Nee, lass mich mal gerade mal Folgendes machen. Oh nein, lass doch bitte den Marco mal in Ruhe. Tut mir echt leid, Mädel. Tut mir so leid. Ich gucke mal gerade nach, ob der Händler Wasser hat. Wir brauchen ein Wasser. Vielleicht kriegen wir ein Wasser gegen irgendwas. Oh, sie rennt alles nach, weil sie unbedingt Redebedarf hat. Komm, Marco, renn. Er hat kein Wasser. Wieso hat der Händler denn kein Wasser? Gut, dann brauchen wir aber nicht zu handeln. Nicht interessiert, tut mir leid. So, komm mal. Wir können dem Mädchen nichts zeigen. Wir müssen warten, ob hier oben ein Wasser bei rauskommt. Ja, komm, red mit ihr. Hieß es nicht, dass einer verletzt worden sei? Müde? Traurig? Hm? Es hieß eigentlich, einer wäre verletzt worden, oder? Beim Wachehalten. Oh, hier, guck mal hier. Backe, backe Kuchen, ne? Backe, backe Kuchen, der Bogi hat gerufen. Wer will süßen Kuchen backen, der braucht hierfür sieben Sachen. Eier und Mehl, Butter und Malz, Hefe und Schmalz, Alkohol und Bier. Trink ich hier. Okay, jetzt ist sie schon mal... Sie ist nur noch traurig. Was heißt nur noch traurig? Komm, spiel du mit dem Ball mal hier oben. Oh nein, spiel lieber nicht mit dem Ball. Geh lieber springen. Ich muss für Ishkra stark sein. So, und du gehst schlafen. Ich bin bewaffnet. Ich will nur handeln. Nee, ich bin nicht bewaffnet, sagt er. Beziehungsweise... Ey, ist ganz ehrlich, eigentlich dürfen die nicht so lange ruhen. Die müssen jetzt irgendwie mal eine Säge herstellen. Wie sieht es denn mit ihm aus? Oh, er ist ausgeschlafen. Wir haben ihn schon reingelassen. Wenn du gepennt hast, haben wir schon die Leute reingelassen. So, wie sieht's denn aus? Wir können unseren Unterschlupf weiter verstärken. Aber wo ist denn die Säge? Eine weitere Rattenfalle aufbauen, da haben wir mehr Essen. Einen weiteren Wassersammler, dann würden wir 8 Wasser reinkriegen pro Nacht. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, gell? Wir haben jetzt ja Zahnräder. Was sind damit eigentlich? Metallwerkstätte. Werkzeuge herzustellen, wie Schaufeln für die Trümmerbesitzer. Ah, Brechstangen, Türen sowie Messer für die Selbstverteidigung. Okay, das brauchen wir unbedingt. Das ist halt teuer hier von dem Material. Ja, wobei, ist nicht teuer. Können wir das hier mit direkt hier reinmachen? In die Küche will ich es, in der Küche will ich es nicht haben. Hier außen geht's nicht. Hm, hier unten. Das ist die Frage, wo wollen wir denn unsere Arbeitsräume machen? Kann man es hier hinstellen? Dann hier oben halt. Dann haben wir es an der gleichen Stelle wie oben drüber. Ich mache das mal hier hin. Ach, das geht gar nicht hier rüber? Das zieht da... Ah, okay. Gut. Ja, hier, der Händler ist ganz schön penetrant hier als... Da soll mal lieber in der Nachbarschaft gucken, ob er weitere Positionen findet. Mal gucken, wenn das jetzt voll ist, kriegen wir gleich Wasser. Das heißt, wir könnten mit Christo eigentlich plündern gehen in der nächsten Nacht, aber ich will eigentlich ungern mit ihm plündern gehen, weil er weniger tragen kann als der Marco. Und es ist gleich schon wieder der Tag vorbei. Oh, krass. Es geht so schnell. Aber erstmal bin ich gespannt, was jetzt hier rauskommt. Okay, zeig mal. Aber Schaufel geht. Aber eine Säge geht nicht herstellen. Also Säge können wir nach wie vor nicht herstellen. Lass mal gerade schauen. Das Ding kann man aufbessern, ja? Werkstatt Plus oder so. Das könnten wir sogar machen. Neben der Herstellung weiterer Werkzeuge wie einer Axt oder einem Sägeblatt. Ah, Schusswaffen und Helme reparieren. Wir können sie weiter aufwerten, um Munition herzustellen. Das heißt, wir könnten... Okay, passt mal auf. Bevor wir das jetzt machen, da war eben ein Messer dabei gewesen, ja? 3 Waffenteile. Wir bauen mal ein Messer, weil dann haben wir auf jeden Fall was, um uns zu verteidigen. Weil der sagt ja jedes Mal, oh, wäre schön, wenn wir Waffen da gehabt hätten. Okay, sie kommt zu uns rüber, sie will mit uns... Okay, wir haben Wasser ja auch hergestellt. Oh Gott. Okay, komm mal gerade her und bring dem Mädchen jetzt bei, wie man kocht. Komm mal hierher. Komm her. Hoffentlich schaffen... Okay, doppelte Mahlzeit, das geht jetzt, weil wir wieder Wasser haben. Beibringen. Komme. Sie freut sich drauf, was zu lernen und bestimmt ist es dann auch happy. Weil dann haben wir sie wenigstens dafür.
Achso, ich dachte hier spielen mit dem Wasserhersteller. Oder machst du gerade die Tür zu? Sieh mal, Ishkra, zuerst legst du etwas Feuerholz hin. Verstanden? Hoffentlich schaffen wir das noch fertig zu kriegen hier. Okay, verstehe. Dann stellst du einen Topf mit Wasser hier drauf. Oh Gott, das wird knapp jetzt. Oh nein, bestimmt. Oh nein, er hat es bestimmt nicht gelernt, oder? Hungrig und traurig, hungrig, sehr müde. Wenn er sehr müde ist, wir können. Er hat jetzt zwar geschlafen, aber das reicht nicht. Ach, bei Kind schlafen. Wenn er jetzt sagt, im Bett schlafen? Das heißt, Marco könnte nicht bei ihr schlafen. Sie ist hungrig und traurig. Wenn wir das jetzt machen. Boah, das Problem ist jetzt natürlich, das können wir mal machen, aber dann hält keiner Wache. Er müsste Wache stehen. Und Marco ist sehr müde und hungrig. Oh scheiße, wenn wir mit dem jetzt plündern gehen. Sollen wir es nochmal wagen? Was wir auch machen könnten? Ja, weil das geht nicht. Wir können jetzt nicht sagen, er soll Wache stehen und er soll beim Kind schlafen, weil ey, der kollabiert uns morgen. Das heißt, wir schicken Marco. Er muss ja eigentlich Wache halten, ja. Also er muss Wache stehen und Marco muss plündern gehen. Ey, der wird danach nur noch pennen wollen. Egal, wir müssen es machen. Das Supermarkt. Die Baustelle. Gefahr. Ich will eigentlich was machen, wo es nur. Oh, überall Gefahr. Gefahr. Mittlerweile ist ja überall Gefahr, oder was? Krass. Okay, doch, es gibt noch ein paar Sachen, die nicht. Gefahr ist wirklich besser, schlechter als. Binnenhafen war früher die sicherste Art von Bourgogne zu entkommen. Die Armee Suchscheinwerfer installierte und anfing alle Schiffe anzuhalten, welche Stadt verlassen und alles erschoss, den Befehlen nicht nachkam. Etwas Lebensmittel. Eine Menge Materialien, Menge Medikamente, Menge Waffen, große Teile, große Menge Teile. Was gibt's denn noch? Da waren wir schon. Gefahr, Gefahr. Ich will eigentlich jetzt nichts machen. Also ich würde ganz gerne nochmal das eine Haus, wo wir jetzt drin waren, hier. Das war cool. Da war keine Gefahr, da war niemand gewesen. Wir brauchen aber eine Säge für oben durchzukommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Baumaterialien, um unsere Werkbank so weit fertig zu kriegen, dass wir auch Sägen herstellen können. Und eine Schaufel und so weiter. Das heißt, wir sollten vielleicht den Hafen nehmen. Krankenhaus will ich jetzt auch nicht hin, weil da wird dann nur gehandelt. Hier wird auch gehandelt. Auf der Baustelle ist Gefahr. Nützliche Habseligkeiten finden Militär perfekter Aussichtspunkt. Nun dient sie den Scharfschützen. Okay, das ist auch nichts. Bleibt eigentlich nur der Hafen übrig. Aber auch da sind Soldaten mit Suchscheinwerfern, gell? Okay, wir versuchen es mal. Ey, ohne Scheiß, der arme Marco, gell? Puh, ich bin gespannt. Wie schade, dass alle Schiffe entweder ausgelaufen sind oder versenkt wurden. Mal die Gegend abchecken. Sieht geil aus, oder? Hier ist nur... Ach, das ist ein Schiff, oder was? Das ist ein Schiff, das im halb im Trocknen liegt. Aber hier, ganz ehrlich, da ist ein Scheinwerfer an. Boah, der kann kaum noch laufen, wahrscheinlich, weil er so übermüden... zufrieden ist er aber. Okay, schon mal. Regnet's oder warum ist es so laut hier? Ich will nicht rennen, weil ich weiß nicht, ob hier Leute sind oder es könnte Militär hier geben. Vor allem, das sieht. Boah, wie krass, wie groß ist das denn hier? Ah, da unten ist ein Boot. Komm, mal leise durchsuchen. Oh, okay. Auf jeden Fall schon mal eine Menge Holz. Kann der hier hoch? Oh nein. Ich wollte hoch, aber... Krass. Oh, scheiße, ich muss aufpassen hier. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Mach mal leise die Tür auf. Ah, hier wird es wahrscheinlich nur Holz und so. Krass, dass das Außengeräusch anders ist als innen, gell? Okay, pass mal auf, wir lassen das Holz und so liegen. Ich will diese Baumaterialien. Aber Holz lassen wir jetzt mal, weil das macht uns nur das Inventar voll. Geh mal wieder rein, drin ist schön leise.
Vielleicht ganz besonders. Ein Werkzeug kann das schl. Er hat keine Werkzeuge. Krass. Hier ist voll die Medizin drin. Der Bauteile für Medizin? Ich ganz ehrlich. Dankeschön. Das war schon gut gewesen. Was krass ist hier, der kann kaum noch laufen. Das ist echt ein Problem. Er kann hier nicht rein. Er bräuchte. Was braucht er denn eigentlich da, um das Schloss zu knacken? Der braucht einen Dietrich dann, oder? Das zeigt mir aber kein Dietrich dafür an. Da müssten wir das Sägeblatt brauchen. Aber wir haben ja schon ganz gut Rohstoffe gefunden. Krass. Oh Mann, hier gibt es gute Sachen, ja? Oh, Hilfe. Wir nehmen das mit auf jeden Fall. Wir nehmen das mit. Wir brauchen unbedingt auch die Waffenbauteile. Okay. Bretter passt alles soweit. Was gibt es hier noch zu sehen? Okay, hier draußen scheint nichts zu sein, oder? Oh doch, hier gibt es Sachen zum Abluten. Wahrscheinlich auch wieder Holz, oder? Okay, auch wieder Baumaterialien. Also ich sag mal, hat sich schon gelohnt, oder? Allein diese Waffenbauteile. Da kommen wir halt nicht rein. Krass, nochmal Gemüse. Ey, das ist richtig gut hier drin. Wie weit kann man das stacken hier auf bis auf 10? Boah, Waffenbauteile. Was ist das eigentlich? Kräuter? Nee, das ist Tabak. Aber ich sag mal, Tabak und so, wir könnten das aus diesen Tabak neue Zigaretten herstellen. Ich glaube, wir müssen auch, wenn wir so Tabak und so haben, gar nicht den Tabak verkaufen, sondern wir sollten daraus Zigaretten herstellen und die dann verkaufen. So, jetzt haben wir 6, 8. Wir haben hier ganz viel von denen halt. Sollen wir die rausmachen und dafür die Zahnräder mitnehmen? Da sitzt jemand. Mal gucken, dann können wir da trotzdem leise rein. Man kann sich hier verstecken. Das ist wahrscheinlich extra so gemacht, weil wenn der aufmerksam wird, dass wir da... Okay, noch mehr. Boah, hier, wie geil ist das denn? Gemüse, weitere Zahnräder, weitere Waffenteile. Die Waffenteile brauchen wir unbedingt. Jetzt ist die Frage, was lassen wir dafür da? Warum stackt die Medizin nicht? Sollen wir Kräutermedizin, einfache Medikamente auf Kräuterbasis. Sollen wir die vielleicht wegmachen und dafür Waffenteile mitnehmen? Ich meine, es ist ja nicht weg, wir können ja später nochmal wiederherkommen. Aber ganz ehrlich, wie komme ich denn hier runter in die unteren Räume? Achtung, schleichen, schleichen. Oh, er darf das nicht merken. Noch mehr Waffenteile! Noch mehr Zahnräder. Mehr Gemüse, ey, das ist richtig gut hier. Die Bücher sind auch gut. Aber die Bücher können wir jetzt erstmal... Was steht denn dabei? Ein Buch gibt immer gute Stimmung. Je mehr Bücher wir haben, desto besser. Wenn es hart auf hart kommt, können wir sie als Brennstoff für unsere Heizgeräte auf unserem Herd verwenden. Aber ganz ehrlich, die lassen wir mal zurück, die Sachen hier. Wie kommt man aber hier runter? Ich gehe mal leise weiter. Dass der uns nicht bemerkt. Da guckt Fernseher, oder was? Wie geht's denn hier runter? Geht's hier hinten runter? Ach, da unten sind gar keine Räume mehr, oder? Sind das Räume? Ich sag mal, wir haben ganz viel geplündert. Die Nacht ist dreiviertel rum. Wir hauen jetzt mal ab, oder? Müssen wir uns mal merken. Also hier beim Schiff ist es echt gut gewesen. So, okay, jetzt kannst du rennen von hier. Direkt so umgeklappt. Ich weiß jetzt schon, wer den ganzen Tag schlafen wird. Der Marco wird unser Penner. Oh Gott, hier, der kommt schon kaum noch weg hier. Vor allem, der wird am Boden zerstört sein und todmüde. Hm. Tag 10. Das ist krass, wie weit wir schon fortgeschritten sind, oder? Und es macht richtig viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal schon, wenn ich eine Aufnahme beende, auf die nächste Folge. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht.
Diese Nacht war ruhig. Marco war auf der Suche nach Vorräten, hat einige interessante Dinge. Marco sieht erschöpft aus. Vielleicht beanspruchen wir ihn zu viel. Aber war top, oder? Leider haben wir keine Lebensmittel mitgebracht. Gut, wir können halt unten. Ich wäre sogar fast der Meinung. Pass auf, ich habe schon einen Plan. Marco wird schlafen. Christo baut eine weitere Rattenfalle im Keller auf. Wir werden immer wieder Gemüse reinstecken und kriegen dadurch Fleisch. Wir bauen einen zweiten Wasserspender. Und wir werden die Werkbank oben ausbessern. Und wir verbessern noch unseren Unterschlupf. Ich weiß, das ist ein sportlicher Plan. Aber wir sollten das machen. Erstmal hier weiterklicken, Pause drücken und wir beenden die Aufnahme. Wieder vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr meint, wir sollen irgendwo mal so einen Ort aufsuchen oder Tipps und Ideen habt oder so, schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr über ein Abo mit der Glocke nebendran, damit ihr auch immer seht, wann die neue Folge kommt. Aber ich kann euch schon sagen, This War of Mine kommt alle 2 Tage. Außer ich werde den Plan mal ändern, aber ich denke eher nicht. Also von daher, macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Onkel Boogie.